Okay, das ist also unsere Wohnung. Ja. Madame Gabi, was haben wir angestellt, dass die unsere Wohnung so auseinandernehmen? Ich weiß es nicht. Ich muss nur gerade gucken, weil die Übertragung ist ziemlich pixelig bei mir. Oh, das ist allerdings schlecht. Ja. Können wir da noch was machen? Soll ich nochmal starten? Warte mal. Ja, ich will jetzt nicht, dass du nochmal raus musst, aber ich sehe halt nur Pixel, die sich bewegen. Ja, das ist ja Käse. Oder ach, ist jetzt der Minecraft-Stream. Okay, cool. Ja, genau. Der 24 Stunden Minecraft-Stream. Der wurde ja tatsächlich auch schon mal angekündigt. So, ich guck mal nochmal schnell. Ich beende da bei dir das Ganze. Und starte nochmal. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht damit zu tun hat, was wir auch schon hatten, dass der Stream da die ganze Zeit stockt. Das wäre nicht so toll. So, gucken wir mal, ist besser. Also es ist halt sehr dunkel, aber das hat mit Pixelig nichts zu tun. Ja, es läuft ein bisschen ruckelig, muss ich sagen, aber... Kann man hier die Qualität runterschrauben? Bei Discord? Nicht wirklich. Also geht's? Ich kann da nicht so gut reagieren, weil ich sehe dann ein bisschen weniger als du. Aber ich kann auch einfach nur musikalisch ein bisschen begleiten. Nee, aber das ist ja Käse. Oh nö. Dieses blöde Internet. Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen irgendwie... Nein. Der Twitch-Stream laggt. Hä? Nee, die Bitrate ist aber okay. Echt jetzt? Nee, also die Bitrate ist okay. Da sollte eigentlich tatsächlich nichts laggen. Nee, aber der... das, was natürlich jetzt die gute Lena sieht, ist halt irgendwie pixelig. Das ging doch beim letzten Mal auch problemlos. Ja, deswegen wundert mich. Nee, das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Also ich bin halt in der App. Meinst du, das wird besser, wenn ich zum Browser gehe? Nee, da ist es ja noch schlimmer. Da hat es ja letztens mal gar nicht funktioniert. Das ist irgendwie auch wieder wahr. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ich hab immer recht. Holt sich das oder erholt sich das nicht irgendwie mal so? Ja, doch, das erholt sich, wenn du dann mal stehen bleibst, dann erholt sich es irgendwann wieder. Aber wenn du dich da schnell bewegen musst, dann sehe ich nur Pixelbrei. Oh je. Aber das liegt wahrscheinlich an Discord. Gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Ja, ich fahre einfach zu dir und setze mich neben dich. Ja, mach. Also okay. Ich habe hier einen zweiten Stuhl. Okay. Das wäre kein Problem. Ich würde sie mit offenen Armen empfangen. Das ist sehr nett. Dann würden sie es auch sehen. Ja, spiele einfach mal. Wir kriegen das schon hin. Okay. Mach also hier schweben Steine. Das ist schon mal irgendwie nicht, wie es sein sollte. Mhm. Und da vorne haben wir wieder ein Dings. Bei mir ist alles in Ordnung in der App. Meinst du Discord? Ja, aber wenn natürlich Lena da nur gepixelt. Was ist das denn jetzt hier? Oh, es atmet. Huch, jetzt ist weg. Jetzt ist reingefallen. Muss ich? Ich kann nicht. Ich sehe nichts. Ich würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Hallo? Ich habe mich jetzt schon arm. Oh mein Gott. Okay, ich bin wieder hier. Also du erkennst aber, was ich gerade mache. Ich laufe hier durch blutverschmierte... Ja. Aha, jetzt bin ich wieder hier. Okay, bin ich gestorben? Oder was war das? Keine Ahnung. Lauf ich in die richtige Richtung oder nicht? Jetzt Fragen über Fragen. Nee, jetzt laufe ich, glaube ich, in die falsche. Renn mal rüber. Nee, ist aber zappenduster. Okay, ich glaube, das ist wieder das nächste Rätsel. Da bräuchte ich genau Dr. Stephanie. Was? Irgendjemand, der mir hier den Weg leuchtet. Wobei, hier geht es ja auch noch weiter. Nee. Okay, der Big Ben. Nochmal irgendwas? Ist das ein Aufzug? Ein Aufzug. Okay. Es sieht aus wie ein Aufzug, wenn du dann mal drin stehst. Ansonsten sind es ganz viele Pixel. Oh nö. Ja, sorry. Ja, kannst du hier nichts für. Ich hoffe, ja, ich auch nicht. Ja, nee, das ist ja tatsächlich, entweder liegt es an Discord oder? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich Discord. War ja einmal bei Wreckfest auch. Ja. Ach, guck mal, der Gelle ist jetzt aber schon da. Ich habe schon schönere Weinkeller gesehen. Ja, definitiv.
Vor allem unblutigere. Huch. Aber sonst die Idee mit herfahren und neben mich setzen, die würde der wäre natürlich schon nicht schlecht. Ja. Muss ich gestehen. Ja, ich bin unterwegs. Okay. 6 Stunden circa bin ich da. Na, das geht ja. Dann haben wir, dann können wir morgen früh machen wir weiter. Okay. Dann wecken wir die Zuschauer. Mhm. Schön mit einem Käffchen. Mhm. So, ich muss so reden, weil sonst mir ist das, wenn ich da irgendwie, das ist, ja. Hast du Angst, ne? Ne, nicht direkt bisschen, Angst, aber. Ja. Sonst so ein bisschen, Ich bin bei dir. Schöne Bretter haben sie hier. Wunderschön. Mhm. Die erkenne ich auch. Ah, okay, ja, das ist doch schon mal. Ich renne jetzt ganz bewusst nicht, weil sonst hast du wahrscheinlich wieder nur noch. Jetzt geht's aber raus hier. Oh oh. Mhm. Das sieht extrem nach Land of Pain aus, so von der Grafik. Oh ja. Machen wir da einen Besuch in der Vergangenheit? Das ist eh gut. Wenn du nicht so gut siehst, dann hetz ich nicht so. Dann kann man nicht wieder schreiben die ganze Zeit, der Heisi hetzt. Ja. Es speichert auch, juhu. Mhm. Ist eigentlich eher ein schlechtes Zeichen jeweils. Mhm. Bist du hinter mir? Ich? Ja, du. Ja. Weil Klumpatsch frage ich nicht, der ist einfach hinter mir. Ja. Also wenn er denn wieder kümmt. Hat ein bisschen was von den Everglades in Florida. Und was ist das, bitteschön? Das war doch auf einem Foto drauf, beim letzten Mal. Da hat man doch ein Foto gesehen, wo dieses komische Konstrukt drauf ist. Okay. Das hast du auf dem Foto gesehen. Mein Okay suggeriert, dass ich davon keine Ahnung mehr habe? Das weiß ich, ich kenne deine Okays. Okay. Okay. Hm. Okay. Hm. Und was macht das so? Weiß man noch nicht. Man hat es ja noch nicht. Weiß ich nicht. Hm. Es steht jetzt, da. MB ist hier. Jetzt fängt es an zu wackeln. wenn ich rennen muss, müsst ihr sagen, dann renne ich. Okay, das klingt schon ein bisschen nach Klumpi. Ach, schon? Aber ich. Oh, und das blubbert. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon, dass das plötzlich einfach sinnfrei geblubbert hat. Ja, hatten wir. Mhm, siehst du? Mhm. Hm. Sonst so? Ja. Ich hatte einen schönen Tag. Das hört man doch gerne. Ja, ja. Hatte ich soweit auch. doch. Jetzt schaukelt es nicht mehr. Aber jetzt macht Sachen da. Ich gehe mal Richtung Licht. Ich gehe aber nicht ins Licht. Das dann doch nicht. Doch, geh ins Licht. Nein. Doch. Das ist zu verlockend und wahrscheinlich dann das erste und letzte Mal. Das. Ein Auto? Echt jetzt? Also ein kaputtes Auto. Falls ihr euch wundert, warum ich nicht renne, dann sieht Lena nichts. Also laufe ich ganz gemütlich. Ja. Soll ich erst links oder rechts? Ich kann nicht so erkennen, was links oder rechts gerade ist. Oh je, oh nö. Ja. Ist ja doof. Wie kriegen wir das denn irgendwie besser hin? Ich weiß nicht. Ich kann eigentlich, nee, das geht nicht. Anderer Bildschirm bringt nichts. Geradeaus. Ja, das ist die Frage, was ist geradeaus? Ja, geh mal so. Ja, hier haben wir Bretter. Kommst du da überhaupt drüber? Mhm. Das ist nicht mal ein Brett, das ist irgendwie so ein Stahlkollege. Mhm. Und da vorne haben wir eine schiefe Laterne. Wow. Das bewegt sich, guck mal, das atmet. Seht ihr das? Ekelhaft. Ja, kann man so sagen. Ich mag auch nicht so große Sachen, die atmen. Das ist nicht schön. Ja, Launia. Ja. Hm. Was? Wer? Was? Was? Jojo. Ja. Ja, ist ja klar. Ja, der guckt Fußball, das ist gut. Ja, das ist perfekt, ey. Ja. Dann können wir so Schoten auch machen. Ja, ja. Ja, der hat jetzt einen, der hat jetzt einen gut. Also ich habe einen gut, weil der hat dich beleidigt. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Infamos, ne? Wie sagt man dem nicht infamos? Infam. Infam, genau.
Hat mit Moos nichts zu tun. Nicht unbedingt, nee. Aber jetzt sind wir unter dem Ding, was er atmet. Kann ich da wieder weg? Weiß es nicht. Das ist aber schon, also irgendwie sieht es ja schon krass aus, das Ding. Vor allem, wenn das Ganze einfach nur Pixel sind. Irgendwas müssen wir machen, dass da irgendwie, das ärgert mich jetzt, dass das nicht geht. Nein, ist in Ordnung, das vernünftig einfach. Also wir haben hier so ein Riesengerät, was atmet. Ich habe den Stream auch nebenbei noch an. Ah, das ist gar nicht so unclever, genau. Da sehe ich das dann ein paar Minuten danach. Dann bleibe ich einfach überall mal 2 Minuten stehen. Ist das okay? Dann holst du mich irgendwie wieder ein. Ja, eben, also was das ist halt, frage ich mich. Irgendwie es atmet, macht und tut und hier hängen irgendwie so, was ist das denn? Polypen oder irgendwas raus? Ja, schon eher bäh. Mama, jetzt bin ich aber irgendwie... es hätte ja 2 Wege gegeben. Also hier komme ich dann und das matscht hier wie die Hölle. Mhm. Was ist denn das hier? Soll ich mal drauf treten? Ew, das sind die ganzen Menschen. Oh, die atmen. Danke für den Follow. Das passt jetzt wieder, dieses Geklingeln hier. Wenn dann jetzt noch eine Banane kommt, dann schrei ich. Ja. Nee, die habe ich deaktiviert, während ich streame. Ah, cool. Da gibt es keine Bananen. Aber was ist das hier? Hilfe. Das ist ekelhaft. Ja, kann man so sagen. Selbst in Pixelpracht wahrscheinlich einfach ekelhaft. Ja. Eine Pipeline. Es speichert. Hilfe. Und jetzt bewege ich mich irgendwie schneller. Ohne dass ich da mehr drücke. Wenn aus den Pixeln gleich irgendwas rauspixelt, schreie. Ich bin fast sicher, wahrscheinlich, wenn das Bild pixelig ist, wenn Klumpatsch kommt, den siehst du in 4K. Das haben sie extra gemacht, wahrscheinlich. Heute ist ein schöner Montag, hat sie gesagt. Genau, bevor sie angefangen hat, hier mitzuspielen. Ja. Ich würde mich mit einer Fliegenklatsche bewaffen. Ja, das, Gelle, das hätte was. Ist hier Feierabend, oder? Muss ich hier irgendwas machen? Nö, ich laufe einfach mal durch. Lena, du musst einfach sagen, wenn ich noch mal so eine Minute stehen bleiben soll. Nee, mach du ruhig. Damit du es auch siehst. Geh du ruhig. Spiel okay. Du. Alles gut. Jetzt raschelt es aber schon wieder neben mir. Ist krass, was der alles gebaut hat irgendwie. Also jetzt so rein spieltechnisch. Das ist schon viel mehr als bei Land of Pain. Schon. Irgendwie da lämpelt's. Oder lämpelt's. Genau, Lämpeli. Ja, Lämpeli. Genau. Bringt aber nichts hier, Lämpeli. Lämpeli hängt einfach nur da, damit man es mal gesehen hat. Lämpeli hängt nur da, damit man es gesehen hat. Was? Sie kann es nämlich, ich weiß es. Die spricht fließend Schweizerdeutsch. Geil. Wenn du an die Grenze kommst, du musst wahrscheinlich gar keinen Ausweis zeigen, wenn du so redest, weil die denken, ja, das ist eine Thurgauerin. Die lassen wir rein. Ja, auch mit den Bratpfannen auch. Ja, stimmt. Ja, genau. Bratpfannen wolltet ihr noch mitbringen. Stimmt. Ja. Ich kann mich erinnern. Ja. Sowas kann ich mich dann wieder erinnern. Dass ich bei Monopoly mal gewonnen habe, weiß ich nicht mehr. Hast du da mal gewonnen? Ja, hat jemand den Check geschrieben. Lüge! Ja, was? Das könnte man nachprüfen. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast einmal gewonnen. Das ist alles auf Zeloid gebannt. Da hat Laudi als erster verloren damals. Und du hast gewonnen, beim ersten Mal. Echt, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß das noch. Aber ich mag das Spiel eigentlich. Nicht das irgendwie. Revanche! Ja, müsste man tatsächlich wieder mal machen. Ja, cool. Guck mal, das bewegt sich auch. Da oben sind wieder diese Polypen. Das ist, kann das sein, dass wir irgendwo in einem Viech drin sind? Wahrscheinlich werden wir gar verdaut. Deswegen die Farbe. Ja, Lena? Nix. Alles okay? Ja. Ducken war mit C, genau. Doch mal nochmal schnell gucken, was wir hier Schönes haben. Kann ich hier hoch? Ne. Ja, auch nicht. Ich habe so die Befürchtung, das ist irgendwie so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm. Ja, aber es wäre nicht gewusst. Klumpi kommt, daher gepatscht. Nein, ich hänge, nein, ich möchte nicht. Nein, da kommt er doch. Ich komme ja nicht weiter. Igitt! Ja, ich komme hier echt nicht weiter. Er ist weg.
Renn doch voll in den Baum rein. Ja, der stand halt gerade dran, ich kann nicht mehr reden. Sag mal, geht's noch, mich so zu erschrecken? Wenn ich in dem Moment durchsage, ich glaube, das ist die Ruhe vorm Sturm. Ich habe noch nicht mal den Satz fertig gemacht, mach's hinten. Und jetzt hänge ich aber hier fest, jetzt habe ich mich irgendwie festgeglitscht. Bist du festgepackt oder was? Och, Profi, come on. Nee, kein Scherz. Hilfe. Jetzt bin ich im Fels drin. Also das ist überall aber, freies ist Land und Alter, bist du. Was war das denn? Nochmal Klumpatsch? Das war laut. Okay. Nein, ich hänge aber tatsächlich hier fest. Oh, da kommt er, oh, da kommt er. Ja, ich habe ihn gesehen. Und ich kann nicht weg. Vielleicht sieht er mich nicht, wenn ich im Stein drin bin. Oh, jetzt sieht man ihn aber mal. Guck mal, aber der sieht mich nicht. Der riecht dich wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Das ist Bugs ausnutzen. Ah ja, der kann mich ja gar nicht sehen, stimmt. Hört er dich? Aber es ist der kein hört Scherz. Dich nur, oder? Ja, ich glaube, riechen kann er mich auch, dachte ich. Aber ich muss den Speicherstand nochmal irgendwie zurücksetzen. Ich habe mich hier tatsächlich festgebackt, weil ich irgendwie so blind gegen den Baum gelaufen bin. Das war mein Fluchtplan. Also ich würde, glaube ich, nicht lange überleben, wenn ich flüchten müsste. Spielladen. Ja, guck mal, was wir hier haben. Aha, okay, hat automatisch geladen. Ja, das ist, glaube ich, nicht allzu weit weg. Dachte ich. Und du kamst da überhaupt nicht mehr raus? Wieder nee, keine Chance. Zurück. Ich habe versucht mit Ducken, okay. Mit Springen, mit Gehen. Okay. Mhm. Da sollte ich aber nicht hin. Ja, okay. Dann lauf jetzt bitte nicht gegen den Baum. Nee. Jetzt weiß ich ja, dass er wahrscheinlich kommt. Ja, pass auf, du rennst trotzdem dagegen. Das ist halt wie so das Reh. Das steht auf der Straße und denkt, beziehungsweise der Autofahrer denkt, jetzt aber nicht das Reh treffen. Was machst du? Du triffst das Reh. Ich habe den Baum getroffen. Mhm. Das ist so Profi. Mein verzweifelter Versuch einer Erklärung. Ja. Genau. Haben Sie Profi gesagt? Ja. Hm, habe ich gehört. Ja, ist doch nett, oder? Gibt's keinen Spielsound? Doch, doch. Hört ihr nichts? Also es ist halt, jetzt ist halt, weiß nicht, Musik? Nee, Musik ist nicht. Der Klumpatsch kommt gleich um die Ecke, dann hört man was. Ja, dann hört man's. Jetzt hörst du nicht viel. So, ich mach mal noch mal ein bisschen schneller. Ja, lauf. Mhm. Ja, jetzt kommt er. Okay, und jetzt nicht gegen den Baum, hast du gemeint. Ja, bitte. Das war immer hier vorne, ja, sonst glitsche ich wieder fest. Ja. Ja, hier ist der Weg. Oh. Okay, sie haben eine Grube gegraben. Darf's denn wahr sein? Oder muss ich da runterfallen? Vielleicht, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ah, ja. Ja, definitiv. Also die hat man auch nicht gesehen. Also die war ja... Ja. Dunkel und tief. Er kämpft noch. Mhm, dieser Ort, ich kenne ihn. Da kann ich nicht durch. Kennen wir diesen Ort? Oh, was ist der Keller? Nicht der Keller, der einen, wo du da diese Treppe runtergelaufen bist? Die Wendeltreppe. Ist das der? Nee, wo du ganz am Anfang warst. Ja, wo es von wegen, ob wir nach oben oder nach unten gehen. Ja, wo doch da diese Metzelmesser waren, wo Klumpatsch das erste Mal da bei dem Telefon getriggert wurde. Genau. Ich glaube, da ist das. Ja. Blutige Böden? Nee. Ja, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Hilft ja nix. Ja, geh mal. Der hier. Genau, ja, das ist hier. Das weiß ich noch, als wir den dann betätigt haben. Dann geht's jetzt hier aber dann irgendwann die Treppe rauf. Es ist kalt, wie in meiner Vision. Aha, guck mal, wenn ich sage, es geht gleich die Treppe rauf, geht's runter. Ja. Wir haben einen Eintrag. Ja gut, das verstehe ich aber nicht. Na, ich schon. Schaut, lies mal vor. Knüttel, Knuddel, Knaddelmampf. So in die Richtung. Der Heisi ist ein ganz toller Let's Player. Oh. Der ist ein Profi
und läuft nie gegen Bäume. Nee, nur im Notfall. Bitte abonniert alle Heisenbergzock, das steht da. Das hast du toll vorgelesen. Siehst du? Und was ist das Bild? Das sieht ein bisschen aus wie eine Waschmaschine, die irgendwie einen an der Waffel hat. Kann das sein? Ja. Ja, genau das. Und irgendwie darunter ist so... Ja, eben diese Arme sind da wieder, die wir vorher auch gesehen haben. Aber da sind von diesen Zeichen, als du da diese Kohlebecken angezündet hast, da sind auch von diesen Zeichen welche mit drin. Mhm. Aber was das natürlich bedeutet, weiß ich nicht. Hm. Okay, wie geht's raus mit J? Ja, gehen wir mal runter. Ich wollte hier rauf. Audi, ich lüge nie. Ich lüge nie. Was hat sie denn so wieder geschummelt? Das, was ich vorgelesen habe. Ach so. Nee. Oh, guck mal hier, da ist es ja. Sie haben recht gehabt, einmal mehr, Madame. Hier ist dieses Schnetzelmesser. Ein Schnetzelmesser, okay, cool. Es ist alles so, wie ich es zurückgelassen habe, ja. Naja, aber der sah doch anders aus. Sah der so aus? Ich weiß nicht. Ja, du hast da doch irgendwas aus dem rausgezogen. Mhm, genau, das habe ich dann, glaube ich, als Kurbel verwendet, dachte ich. Yes. Habe ich schon mal gesagt, dass ich bei dem Spiel das Pieken ein bisschen vermisse? Dass man so ja über die Schulter irgendwie gucken könnte. Man muss jedes Mal hier volle Kanne. Und ich höre das schon wieder an. Ja, Laudi, die wachsen noch. War der nicht beim letzten Mal auch hier? Den haben wir doch beim letzten Mal schon gehört. Ja, in dem Flur, wo das Telefon gestanden hat. Da war er. Der röchelt immer noch. Höhe. Genau, so in etwa. Ja, ich röchel auch. Wegen den Pixeln? Ja. Oh, was zu lesen. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Ich gehe mal davon aus, das haben wir noch nicht gelesen. Wir lernen, mit den Visionen umzugehen und darin zu unterscheiden, was unsere Augen wirklich sehen. Wir haben einen riesigen Bau erreicht, der, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird, unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, an dem all die Leute aus unserer Welt gebracht und festgehalten werden und auf ihr endgültiges Urteil warten. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzte Transformation auserwählt. Nur so ist es uns möglich, Teil von ihnen zu werden. Wir haben unsere Leben dem Erreichen dieses Ziels gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen, sie werden das Blut, das in unseren Adern fließt, erkennen. Aha. Also, irgendwie riesiger Bau. Das wird beaufsichtigt. Mhm. Und hier werden die Leute hingebracht. Welche Leute denn? All diese unglücklichen Seelen, die hier irgendwo verpuppt sind? Wahrscheinlich. Also es ist halt irgendwie, also gemütlich ist es nicht. Nein. Guck mal, schlechte Zähne. Sehe ich von hier aus. Ja, du siehst, ja, ich weiß. Ja, schade. Warte, ich guck mal im Stream. Genau. Ach mein, ja, cool. Mein Gott, das sind Menschen. Aha. Ich würde mal sagen, das waren Menschen. Also spätestens, wenn du so eine Körperhaltung hast, gehörst du eher zur Vergangenheit. Ekelhaft. Mhm. Ausgesprochen. Nein. Nicht jetzt mich hier wieder. Ich habe keine Chance gehabt. Der Entwickler hat schon was drauf, ja. Wie gesagt, das ist ja einer, dieser Alessandro. Weil was hier auch schon an Ideen drin ist. Wo sind wir denn jetzt? Eigentlich immer noch im gleichen Ort. Was haben die denn mit den Menschen gemacht? Sag mal, das ist ja wirklich, also hat nicht mehr direkt viel jetzt mit Menschen zu tun. Ja, sind immer noch Menschen. Lena, gib doch zu, du guckst das mit Absicht pixelig, damit es nicht so gruselig ist. Mit Pixel ist noch gruseliger. Oh je. Weil du so nie weißt, was da jetzt gleich aus dem Pixel kommt. Ja, das ist auch wahr. Aber hier waren wir doch schon.
Oder ist das eine neue Seite, die ich hier entdecke? Wir lernen mit den Visionen. Nee, das ist tatsächlich was Neues. Nee, das hast du doch gerade vorgelesen, oder? Ach doch, stimmt. Ja, mit dem Bau, den wir erreicht haben. Halt. Dann komme ich aber von hier. Komme ich von hier? Nee. Wenn ich gesehen hätte, wo du herkommst, wüsste ich, wo du hergekommen bist. Genau, wenn ich es gesehen hätte, könnte ich diese Frage beantworten. Ja. Das ist wohl wahr. Hm. Oder bin ich jetzt irgendwie da hinten gestorben? Und das wird irgendwie nicht mehr so angezeigt, dass man es... Ach, guck mal, jetzt eine Treppe, jetzt aber. Hier geht's wohl lang. Ja, folge den Pixeln. Ja, das schlägt farblich schon wieder komisch irgendwie. Macht schon wieder Geräusche. Hallo? Da steht da einer. Ich gehe mal irgendwie hier lang. Nee, kann ich nicht. Nee, hier komme ich nicht lang. Die gibt es in verschiedenen Farben. Toll. Fast wie bei den Smarties. Ja, fein. Das steht aber doch keiner. Wow, Alter. Ja, das habe ich jetzt gesehen. Dankeschön. Ja, siehste. Oh, das ist der älteste Arthur. Komm zu mir. Oberklumpatsch. Wow. Ja. Das ist der Papa Klumpatsch. Oder vielleicht sogar Opa Klumpatsch. Wer weiß das schon? Mhm. Ja, Arthur, dann geh mal hin. Das ist gar nicht so einfach, hier die Treppe hochzugehen. Das zieht mir nach links und rechts. Ach so. Fies gemacht. Wow, oh, cool. Das ist mal ein großer Kerl. But this is me! No! It's not possible! No! No! Jetzt wachen wir wieder auf und sehen so ein bisschen aus oder gucken so, als hätten wir wirklich irgendwie einen Augenschaden. Du bist jetzt in so einer Kapsel drin. Oh ja, das, ja, genau. Ja, die haben uns erwischt. Und wir gehören offensichtlich nicht zu den Alten, deswegen werden wir hier. How long have I been here? What am I really? Lädt's gerade? Nein. Oh. Good. This was the final end. In dem Fall. Interessant. Geheimnisse gefunden, 0 von 8. Herzliche Gratulation, Herr Heisenberg. 0 von 8, im Ernst jetzt? Oh mein Gott. Kommt da noch was? Nein. Ist tatsächlich durch. Ja, interessanter Schluss. Ja, aber hm? Aber eben, also das Spiel ist halt trotzdem cool, muss ich sagen. Für eine Einzelperson sowas zu programmieren, vielleicht mit Hilfe von noch ein, zwei Kollegen. Wow, Respekt. Vieles an Ideen drin, viel Kreativität. Schon cool, definitiv. Ist es besser als Land of Pain? Was meinst du, Lena? Schwierig. Jein. Hm. Also The Land of Pain ist halt einfach, ja. Ja, das hat halt, das war halt das erste auch von der Art irgendwie. Genau. Und jetzt ist es halt ähnlich, aber natürlich einfach besser gemacht. Weil sie natürlich auch weiterentwickelt hat, wahrscheinlich als Programmierer. Aber wo man so Geschichten hernimmt, würde mich dann eben doch noch tatsächlich interessieren. Ja, manche Menschen haben Fantasie. Das ist wohl so. Mhm. Das Spiel ist kurz. Wo sind wir bei Folge 15, glaube ich, heute? Dann wäre heute das. Ja, dann wäre das die 16, die dauert dann aber nur 10 Minuten wahrscheinlich. War wie bei The Land of Pain auch.
War es auch 16? Ich glaube, es waren auch 16 Folgen. Okay. Dann hat er wohl immer so ein bisschen eine Stoppuhr dabei, wenn er programmiert. Damit das Spiel ja nicht zu lange wird. Das möchte er dann wahrscheinlich doch nicht. Ja gut, dann gehen wir hier wieder raus. Machen wir denn da noch Schönes?